So, dich werde ich nochmal am Ende trainieren lassen. Gut, gucken wir mal. Find Publisher Deals. Any Topic Simulation. Ja, könnten wir gerne probieren. Was hast du hier auf dem Werk? Ach, das ist aber schon Sieb- und Simulation, kannst du eh vergessen. Superhero und Strategy. Von Ubisoft. Ja, okay, gehen wir das ein. Major, Medium, Pickup, Topic. Evolution, Simulation, PC, Pickup Engine, Hyper Engine 2. Low Dummies. So. Okay. Next. 3D-Grafik, Volume 3. Ja, wie gesagt, können wir noch nichts groß anderes machen. Aber ich habe die Befürchtung, auch wenn wir eine bessere Wertung bekommen, dass wir nicht so die großen Verkaufszahlen haben werden. Simulation. Gehen wir natürlich nicht auf die Story, sondern aufs Gameplay und auf die Engine. Wobei das noch ein bisschen runter geht. Und die Talissa nimmt natürlich das, der Clint geht das und die Lauren das hier. Ja, die Stats sind sogar nicht mal so schlecht. PlaySystem 2 wird angekündigt. Vielleicht holen wir uns da auch nochmal Lizenz. Die würden wahrscheinlich einen sehr großen Marktanteil bekommen, so vermute ich das. Master V wird nicht länger supported. So, Dialoge runter. AI, Level Design hoch, AI ein bisschen runter weiter. Die Lauren kommt hier rein. Nee, die Lauren erstmal hier, Clint hier, Talissa hier. Ja. Ja. Nein. Clint hier, Lauren hier. So ist besser. Okay. Achso, oh Gott, wir haben vergessen. Marketing. Ein bisschen Hype generieren. Das verkauft sich nicht gut. Gleich mal hier doppelt machen. Millionen haben wir bekommen. Pff, 364.000 nur verkauft, aber trotzdem 4 Millionen bekommen. Das hat uns ordentlich fast eine Finanzspritze gegeben. Medium Booth. Ich weiß nicht, ob wir nicht zu klein sind dafür, aber egal, hier. Ja. So, World Design, Grafik. World Design, bisschen runter, Grafik, Sound, hoch. Haben wir es doch fast. So, die schwer überarbeitet zu viel. Lauren. Ist die Talissa ein bisschen zu viel? Clint ein bisschen zu viel? Nein, der Clint muss am wenigsten. Die Lauren. Kann auch ein bisschen mehr hier investiert werden. Zack, ein bisschen runter. So ist gut. Und, okay. Mit Medium-Stand. Mal gucken, ob der Stand jetzt noch kommt. Also wir können ja das Spiel noch ein bisschen später veröffentlichen, auch wenn es schon durch ist mit der Produktion. Ja, gucken wir mal. Was will er uns geben? Für 11.000... Na gut, hier. Horror haben wir dadurch bekommen. Ach so, und die M-Box wird natürlich auch noch generiert. Als Konkurrenz zu PlaySystem 2. Und die PlaySystem 2 von Rooney ist released. Und gucken wir mal. Der Tiny RPG 2 wird... Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Und Low Dummies wird auch noch gepublished. Wir haben Hype von 105. Aber wir sind immer noch zu 100. Und kommt noch was? Okay, raus damit.
New Combo, Great Combo, Good Management. Und ihr kommt ja nochmal in Urlaub jetzt. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich gespannt, wie das ankommt. Ach, nein. Ihr seid mir viel zu teuer langsam. So, Special Training, ja. Gott, Mod Support. Ab in Urlaub mit dir. Enjoyable. Ja, 7 ist gut. 7 lässt sich gut verkraften. 6. Gibt mir jemand noch eine 8? Beautiful. Ja, aber wenigstens haben wir den Trend eingehalten. So, train. Don't repeat yourself. Mach dich mal ein bisschen schneller. Research. Multigenre nicht, Casual Game auch nicht. Story werden wir ein bisschen was rein investieren. So, und die wird natürlich ein großer Erfolg. Feier will ich nicht. So, bessere PCs will er haben. Kriegen sie. So. Research. Casual Games. Wie viel können wir? 20 Punkte können wir maximal investieren. Mod Support. Rang 17. Okay, Ubisoft mag das auch. Fand es nicht schlecht, was wir gebracht haben. Und gibt uns nochmal. Wow, die G3. Aha. Deswegen auch wahrscheinlich die Pro. Ja, einfach die Dinge 3, wohl kein Completed. Ach, jetzt können wir die G3 Skills erforschen. Das sind ein bisschen bessere Sachen. So, Mod Support. Und ich würde sagen, Develop Sequel. Yep. 8. Wie viel haben wir hier? 26.000. Und hier haben wir. Yep. Material Arts Action Select. Machen wir einfach so. Kung Fu Asla 2. Ups. Ja, auch wenn das Spiel noch nicht sehr lange existiert, werden wir trotzdem. Machen Pickup Plattform 19,7. Ich werde es mir auch kosten, ihr kaufen die Lizenz einfach, weil die sich wahrscheinlich lange halten wird, wenn es nicht nach dem echten Kleben geht. Hyper Engine 2. Ja, wir hätten die neue Engine nehmen müssen. Naja, egal. E for everyone und next. Ja, start. Da können wir noch zwei Sachen ungefähr erforschen danach und dann ist auch gut. Engine hoch. Gameplay hoch. So. Story Quest unrelevant. Genau. Und los geht's. Oh, Hype wird schon generiert, aber dadurch wahrscheinlich, dass wir ein Sequel bauen. Und es hat eh so viele Fans. Die Intelligenz runter. Naja, ein bisschen hoch war. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir es gemacht haben. Dialoge? Nein, die Intelligenz brauchen wir schon. Jo, so ist gut. Marketing. Und diesmal ohne Publisher. Mal gucken, wie es ankommt. Also will außerdem gucken mal. Ja, 1,5 haben wir bekommen. Ist doch gut. Und Tiny RPG 2 hat auch 7000 Fans.
Jetzt müssen wir wieder ein bisschen regeln, wobei World Design hoch muss, der Sound nicht so hoch, Grafik machen wir noch ein bisschen runter und Clinton geht hier hin, Tesla hier hin. Oder machen wir so. Tesla ein bisschen hoch. So, glaube ich, ist besser. Genau. Wer hat da 101%? Das geht nicht. Okay. Marketing brauchen wir weiter nicht. Hat schon fast einen Hype von 50. Und Slow Dummies verkauft sich immer noch. 63, wow. Und hier 96. Ist richtig gut. Okay, reicht. New Record, Good Management. Okay. Ich sag, die müssen jetzt auch nicht alle so schnell aufsteigen. Hier sind wir halt besser geworden. Release Game. Und da würde ich sagen, Research. Gucken wir mal, ob wir noch was bekommen. Casual Game will ich nicht. 35 haben wir nur. Rich Backstory könnten wir machen. Und du, Research. Simple Cutscenes. Was haben wir eigentlich bei Sound jetzt? Denn? Stereo haben wir auch, aber haben wir noch nicht erforscht. Ah. Damn. Joystick könnten wir noch ein bisschen für Gameplay reinmachen. Casual Games, nein. Simple Cutscenes. So. Ah, 6. Allemal gut. Aber der gibt mir ordentlich. 8. Ja. Und komm, gibt mir noch eine 7. Also, das ist eine 6,75 leider nur. Na, gucken, wie es ankommt. 6,5, okay. Die will ich noch ein bisschen trainieren hier. Und zwar, Code Impropliant. So. So. Achievements haben wir bekommen, okay. So, bist du fertig? Gut. Custom Create Engine. So. Die Dinger können rausfallen. Dadurch sparen wir noch mal ein bisschen Geld. Game Engine 3. Wir haben sie Hyper Engine genannt, war? Hyper Engine. So, da haben wir was rein, da bekommen wir was rein, da haben wir was rein. Okay, Create Engine. Ja, kriegst dann auch nochmal Urlaub. Und dann beiden können nochmal ein bisschen trainieren. Aber wir haben ordentlich verkauft, wie gesagt, nur dafür, dass es um die 6 kam. Jetzt steig's nochmal an. Achievement. Eine 5000K Engine. Ja. Und so, auf zum Urlaub. Nein, Train. Game Design for Pirates. Ja, kostet ein bisschen mehr, da weiß ich aber jetzt nicht, was es genau ist. Also das Train. Ja, und du kannst hier Spezialisierung auch. Da müsste ich noch rausfinden. Dann machen wir dich jetzt. Game Dev Games. Das müsste nämlich genau das mittlere Maß sein. Dass beides ein bisschen steigt. Millionen
Golle bekommen, auch wenn nur 200.000 verkaufte Exemplare sind. So. Medium Boots. Ja. Wählen wir. Wir haben Horror. Wir könnten Action Horror machen. Okay. Develop New Game. Oder fertig? Okay. Develop New Game. Medium. Pick up Topic. Horror haben wir doch bekommen. Genau. Pick up Action. Scary House. Medium. Everyone. Pick up Platform. PlayStation 2. Play System 2. Sorry.